Ja, die haben genau das gemacht, was wir nicht gut gemacht haben. Die haben Chancen gut genutzt. Am Anfang, wir haben bei 0-0 zwei Riesenchancen verschossen und klar, Bayern dann von der ersten Chance machen die Tor, da sind sie sehr stark, auch dann machen die 2-0 und dann haben wir gut 2-1 gemacht und ich habe Gefühl gehabt, so in zweiter Hälfte am Anfang, dass wir super im Spiel drin sind und zwei gute Möglichkeiten über Baumi gehabt, oder? Und leider, die war ja nicht drin und dann macht Bayern ein Kontertor und dann war nach 3-1 war auch Spiel vorbei, weil das war sehr enttäuschend, dass wir so ein Tor kriegen und besonders in so einer Phase, wo wir von Gefühl dominant waren und auch ein paar gute Möglichkeiten gehabt, aber wir haben das nicht genutzt und ich finde, da war mehr drin heute. We played against a very good side and yeah, of course, Wir haben heute gegen einen sehr schweren Gegner gespielt. Wir hatten zwar einige Chancen in der ersten Halbzeit, aber haben es leider nicht geschafft, daraus etwas Zählbares zu machen. Im Gegenzug fängst du dir dann aus einer Standardsituation das Gegentor und die Bayern legen nach. Unsere Antwort durch André war enorm wichtig, aber wenn du gegen den FC Bayern deine Chancen nicht nutzt, bestrafen sie dich. Und genau das haben sie in der zweiten Halbzeit getan. Nach dem 3:1 haben wir alles nach vorne geworfen und dann leider noch ein Gegentor bekommen. Klar, gab es viele positive Sachen, auch mit und gegen den Ball auch. Und wir haben auch viele Chancen kreiert, was in München sehr schwer ist. Aber in München musst du erste Möglichkeit nutzen und dann vielleicht läuft das Spiel ganz anders, aber wir wissen das jetzt nicht. These games are very important for us. Especially the next Die nächsten Spiele sind enorm wichtig, vor allem das Heimspiel gegen Frankfurt. Wir schauen von Partie zu Partie und bereiten uns jetzt auf eine Mannschaft vor, die im Moment sehr gut drauf ist. Aber wir spielen zu Hause und werden einen guten Matchplan haben, denn die 3 Punkte wären sehr, sehr wichtig, um in der Tabelle weiter nach oben klettern zu können. Ich freue mich für Frankfurt, dass es so gut dort läuft, aber klar, dass ich am Wochenende gewinnen will.